stehe hier mit amtierenden Titelträgern. Und zwar mit internationalen Titelträgern in einer Rennserie. Dazu werden wir jetzt zwei, drei Sätze erfahren. Der heißt BMW 318 Ti Cup. Wir sehen ja schon zwei dieser Fahrzeuge hinter uns stehen. Fahrzeuge der Baureihe E36, Autos mit großem Fanpotenzial, aber auch mit großem Spaßpotenzial. Stellt euch doch einfach selber mal kurz vor. Ja, Sebastian Vollack mein Name. Aktuell amtierender Champion im BMW 318 Ti Cup. Und 39 Jahre jung und seit einem Jahr im Team von Michael Orts, also beim Mords Racing Team und mit unterwegs. Und du bist, glaube ich, der Teamchef, richtig? Genau, ich bin der Teamchef Michael Orts, bin 49 Jahre. Wir haben dann vor 2 Jahren das Team mal gegründet, um halt in dem 318 Ti Cup dabei zu sein. Wir setzen im Moment 3 Fahrzeuge ein und von diesen 3 Fahrzeugen, wie gerade schon bekannt ist, ist ein Fahrzeug die Meisterschaft gewonnen. Und die anderen beiden haben damit zugetragen, dass wir auch die Teamwertung gewonnen haben. Also relativ viele Sachen dieses Jahr geschafft mit den Autos, wo wir sehr stolz drauf sind. Ja. Ich reiche mal weiter. Jawohl. Ich bin Hendrik Schnurbusch. Ich bin die letzten beiden Jahre im 318 Ti Cup gefahren. Im Team von Michael. Bin im Prinzip von Anfang an dabei. Michael und ich fahren schon seit ungefähr 10 Jahren zusammen alle möglichen Rennserien. Und eben jetzt die beiden Jahre im Ti Cup. Und ich bin mit einem zweiten Fahrer auf dem Auto unterwegs gewesen. In der Meisterschaft 4. geworden. Wir waren das beste Fahrerduo dieses Jahr. Jetzt ist die Saison ja, glaube ich, abgeschlossen. Ihr seid zu euren Meisterehren gekommen. Was macht ihr denn dann an einem Oktobertag am Bilsterberg? Ist doch eigentlich gut für dieses Jahr. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Wir haben also fürs nächste Jahr das neue Team aufstellen wollen. Das heißt also, nächstes Jahr gibt es eine neue Fahrerpaarung und Fahrzeugbesetzung. Und wir haben ja heute Morgen praktisch Testfahrten durchgeführt, wo wir halt 2 Jugendliche, die quasi von dem Kartsport in den Rundstreckensport halt eingestiegen sind, heute Morgen hier getestet und glaube ich auch mit Erfolg. Also so wie es aussieht, sind beide auch wirklich nächstes Jahr mit am Start, um halt im 318 Ti Cup mit uns die Saison zu bestreiten. Ne? Spannend. Und was macht ihr heute am Nachmittag noch? Es gibt ja noch eine Fahreinheit, die beginnt gleich in wenigen Minuten. Genau, also am Nachmittag haben wir uns den Tag halt für unser Team halt aufgespart. Das heißt also, unser Team, die das ganze Jahr mit uns die Autos wiederhergestellt haben, geschraubt haben, vorbereitet haben, und geben heute einfach mal die Chance, sich in das Auto reinzusetzen und das wirklich als Mechaniker mal das Auto auf dem Bilsterberg zu bewegen. Für also uns. Nicht Renntaxi, sondern die Teammitglieder dürfen selber fahren? Genau, die fahren selber. Also jeder hat jetzt die Möglichkeit, das Auto mal selbst zu bewegen. Und da wir jetzt ja nicht weit von hier entfernt wohnen, also wir haben circa 25 Kilometer. Wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ihr seid hier aus der Gegend, ne? Genau, wir sind aus der Gegend. Also wir kommen Höxter Bofzen. Mhm. Und das ist also unsere Hausstrecke zum Testen. Und das bietet sich einfach an, weil die Strecke halt wirklich alles bietet, wie man so ein Fahrzeug testen kann. Und das sollen die Schrauber dann heute auch mehr erfahren, ne? Wie sich so ein Auto überhaupt verhält. Ne? Steigt da bei euch jetzt so ein bisschen der Puls, wenn die Schrauber euer Auto gleich in die Hand bekommen, ob das alles so gut geht oder habt ihr das schon geregelt? Also was ihr verbiegt, müsst ihr wieder gerade machen? Ja, das ist ja selbstverständlich. Ne? Ah. Nein, also die Jungs, die wissen schon auch selber, was sie machen. Die sind ja auch alle hobbymäßig hier und da mal in Autos unterwegs. Und das werden die schon hinbekommen. Und wie gesagt, die wollen ja selber auch nicht über den Winter neue Autos aufbauen. Also werden die schon mit der entsprechenden Vorsicht da rangehen. Ist ja auch trocken, bleibt es, glaube ich, auch wenn so ein bisschen Wind aufgekommen ist. Erwirbt man am Bilsterberg ein Rüstzeug, um sich in der Meisterschaft, die ja leider am Bilsterberg nicht stattfindet, dann später zu behaupten? Lernt man hier das Autofahren? Das lernt man auf jeden Fall. Also die TIs sind auch relativ speziell zu fahren. Die haben ein paar Eigenarten, die man hier am Bilsterberg ganz gut abbilden kann. Und ja, der Bilsterberg ist ja sowieso eine super technische Strecke, sehr anspruchsvoll. Und deswegen glaube ich schon, dass man hier an der Strecke gut das Fahren lernen kann, ja. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an im Fahrbetrieb, unübersehbar aufgrund der Tagesleuchtfarben, heißt es, glaube ich, die ihr hier abgeklebt habt. Und ich kann nur sagen, viel Spaß mit einer schnellen Runde mit dem BMW 318 Ti von Michael Orts und seinen Sportkameraden.